Ja, herzlich willkommen bei Schüssler TV. Hallo, meine lieben Zuschauer. Ich freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben, wenn es heißt Schüssler TV. Ja, hatten Sie auch schon mal das Gefühl, dass Sie sich so richtig abgeschlagen gefühlt haben, so nervlich erschöpft, weil Ihre Zeit, weil Sie Stress hatten oder weil die Zeit einfach so schlecht war, wie jetzt vielleicht in der Pandemie oder auch einfach der Winter, sie in ja, miese Stimmung gesetzt hat, sogenannten Winterblues oder auch einfach das Wetter zur Zeit, dieses dunkle Wetter mit den Wolken und dem Regen. Ja, dann sind Sie hier richtig, nämlich heute geht es nämlich um die Nummer 5, das Kaliumphosphoricum oder in Fachleuten auch einfach Kaliphos genannt. Das ist nämlich das Nervenmittel der Schüsslersalze. Sozusagen das Nervensalz. Also, wenn man sich überanstrengt fühlt, ja, vielleicht Burnout hat, dann ist das nämlich das richtige Salz der Wahl. Häufig sind es auch Leute, die sehr geistig arbeiten, Studenten, die noch nachts lernen und denen dann einfach die nervliche Energie fehlt und abgeschlafft sind. Sehen kann man das auch körperlich, und zwar, wenn nämlich die Schläfen so eingefallen hier sind, dann ist das ein Zeichen, dass man nervlich überlastet ist. Und dann braucht man die Nummer 5, Kaliumphosphoricum. Das erzeugt wieder Energie, nervliche Energie im Körper. Aber auch, wenn man überreizt ist, wenn man nervös ist, hektisch ist, völlig, gereizt ist, eben ja, aufgedreht ist. Auch dann wirkt die Nummer 5, Kaliumphosphoricum. Und zwar wieder ausgleichen und beruhigen, ohne jedoch schläfrig zu machen. Deswegen sagen auch viele Kalium statt Valium. Also bevor Sie zu Valium greifen oder zu Beruhigungsmittel, nehmen Sie lieber die Nummer 5, Kaliumphosphoricum. Es ist eben das Nervensalz der Schüsslersalze. Überhaupt bei allen Nervenerkrankungen, ob Nervenentzündungen oder Nervenquetschungen auch, überall da hilft die Nummer 5, Kaliumphosphoricum. Dreimal täglich zwei Tabletten unter die Zunge gelegt, dort zergehen lassen, weil da ein dichtes Aderngeflecht ist, wo dann das Salz sofort ins Blut geht und dort wirken kann. Aber die Nummer 5, Kaliumphosphor, hat auch noch andere Wirkungsmöglichkeiten. Und zwar hatten Sie schon mal richtig Fieber, ja, so richtig 40 Grad und drüber, wo man so schon so leichte Wahnvorstellungen hatten. Was nehmen Sie da sonst? Sie nehmen fiebersenkende Mittel. Das ist aber nicht so gut, weil das Fieber gehört ja zu dem Heilungsprozess dazu. Das gehört zu unserem Immunsystem dazu. Es erzeugt die Hitze, um eben Bakterien und Viren abzutöten. Aber es ist natürlich unangenehm und wenn es über 42 Grad wird, sogar lebensgefährlich. Deshalb haben wir die Nummer 5, Kaliumphosphoricum. Wer sich noch erinnern kann, als ich über die Nummer 3 gesprochen habe, über das Ferrumphosphoricum, da hatte ich auch gesagt, erhöhte Temperatur so bis 38,5, da hilft die Nummer 3, Ferrumphosphoricum. Wenn die Temperaturen weiter steigen, also über 38,5, 39, 40 oder noch mehr, dann brauchen wir die Nummer 5, das Kaliumphosphoricum. Und dann reichen natürlich dreimal zwei Tabletten am Tag nicht aus. Da muss man das in kurzfristigen Abständen einnehmen. Also so alle 10 Minuten eine Tablette kann man sogar machen. Wenn das Fieber runtergeht, werden Sie automatisch die Dosierung verlängern und sich rausschleichen aus dem Kaliumphosphoricum. Und Sie brauchen keine Angst haben, dass Sie irgendwie überdosieren können oder irgendwelche Schäden davontragen können. Ja, das Kaliumphosphoricum ist auch hilfreich, wenn man
aschgraue Zungenbeläge hat oder so senffarben, so ins Gelbliche gehen, dann ist ein Zeichen, dass irgendwie mit der Verdauung, mit dem Darm etwas nicht stimmt. Und auch da hilft die Nummer 5, Kaliumphosphoricum. Wenn die Ausscheidungen übelriechend sind, dann, auch dann brauchen Sie die Nummer 5, Kaliumphosphoricum, weil es wirkt auch körperreinigend. Bei manchen Patienten, die in meine Praxis betreten, hereinkommen, rieche ich direkt an der Körperausscheidung. Oh, die müssen mal was für ihre Entgiftung tun. Und speziell eben, die brauchen die Nummer 5, Kaliumphosphoricum. Dazu habe ich auch einen schönen Cartoon, den ich Ihnen gerne mal zeigen möchte. Das hier ist nämlich der menschliche Organismus. Und da sieht man so schön, wie da die Putzkolonne kommt mit der Nummer 5, Kaliumphosphoricum, als eben Reinigungsmittel, um den Körper wieder zu reinigen. Ja, das soweit zur Nummer 5, zum Kaliumphosphoricum. Wenn Sie Fragen haben, können Sie gerne fragen. Schreiben Sie mir doch eine E-Mail. Hier ist meine E-Mail-Adresse. Und dann beantworte ich gern Ihre Fragen. Ansonsten lassen Sie es sich gut gehen. Und ich hoffe, dass wir uns wiedersehen beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Schüssler TV.